So, King, welches Signal hast du mit Cole ausgemacht? Um ihm zu zeigen, dass wir mit dem Transmitter fertig sind, damit er die Schusslinie freigeben kann? Genau. Gar keins, das haben wir in der letzten Szene vergessen. Aber wir tun jetzt einfach mal so, als ob wir uns auf das Huhu einer Eule geeinigt hätten. Mann, oh Mann, daran hätte die Drehbuchautorin auch mal denken können. Was erwartest du von Leuten, die für umsonst arbeiten? Eure Lösung ist jetzt, dann nehme ich mir einfach den Kleiderschrank vom Nachbarn, schmeiß seinen Plunder raus und hab wieder Platz für meinen Kram. Ja, die Analogie ist gar nicht so verkehrt. Siehste, und jetzt erzähle ich dir mal meine Lösung, das hab ich mal gesehen. In eurem Fernsehen? Ey Noah, Fernsehen guckt bei uns seit 100 Jahren kein Aas mehr. Nee, in den sozialen Medien, YouTube und so. Und da gab's so eine Tussi. Tussi. Lola, jetzt bremst mich nicht, ich hab grad einen Lauf. Ja, aber wohin? Sch. Kenn ich, Kumpel. Die Ellie, mein besseres Ich, ist auch immer so. Immer des Geschichts mit der Ellie. Das ist in allen Universen gleich. Jedenfalls Kleiderschrank. Ihr würdet einen neuen Schrank besorgen und ihn zumüllen. Dann den nächsten und den nächsten und so weiter. Und diese Lady von YouTube, die machte was ganz anderes. Ja, was denn? Die guckte sich den Kleiderschrank an und dann mistete sie aus. Schmiss alles raus, was man seit einem Jahr nicht mehr getragen hatte. Da war dann nachher richtig Platz im eigenen Schrank. Und der Nachbar hatte seinen auch noch. Du meinst also, wir sollten erst einmal bei uns aufräumen, bevor wir expandieren? Genau, wie viele Hemden braucht man? Wie viele Hosen kann man tragen? Genau aus diesem Grund setze ich auf Einschüchterung. Meine Leute spuren. Du meinst, wie damals, als Auge die Satellitenverbindung zur Erde während der Fußball-WM kappte? Ey, King, huhu, endlich wie eine Eule. Von unserer Unterhaltung kriege ich schlechte Laune. Das ist ein bemerkenswerter Ansatz, Cole. Aber wir können auf nichts verzichten. Wir brauchen alles. Und darum müsst ihr weg. Das ist dein letztes Wort? Ja. Tut mir leid. Er reagiert nicht. Pust den mit weg. Hier geht's ums große Ganze. Pfoten weg. Schon gut, du Cerberus. Ist doch nur Spaß. Was macht die Pflaume da? Huhu. 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 Nur die Ruhe. Coley hat immer einen Plan. Cole! Das ist Mist. Das ist riesengroßer Mist. Das kann doch nicht die Lösung sein. Ich dachte, ihr seid so schlaue Kerlchen in eurem Universum. Wegschnipsen ist keine schlaue Lösung. Und Wegschnipsen mit Wegschnipsen beantworten auch nicht. Wir haben genauso ein Recht zu existieren wie ihr. Also gebt euch gefälligst mit eurem Kleiderschrank zufrieden. Hier wird heute niemand weggeschnipst. Die Menschheit ist wohl doch nicht so primitiv, wie wir gedacht haben. Was, Noah? Sie sind die Ersten, die den Test bestanden haben. Moment mal, war das jetzt alles Fake oder was? Wir müssen den Test möglichst realistisch durchführen. Ey Leute, ich mach mir hier fast in die Hosen vor Angst. Was ist denn mit euch los? Ist euch langweilig? Habt ihr offene Socken? Was meint er? Cool bleiben, Liebchen. Unsere Sprach-App ist veraltet. Na gut, Schwamm drüber, Kumpel. Und was machen wir jetzt? Jetzt nehmen wir mit euch diplomatische Beziehungen auf.
Cool, das sieht auf dem Lebenslauf bestimmt super aus. Alter, klärst du uns auch mal auf, was hier läuft? Darren, kleine Planänderung. Wir sind jetzt alle Kumpel. Baut mal den Transmitter schnell zum Grill um. Ja, glaubt, dass man mit dem Ding alles machen kann. Wie ich sein Glück kenne, liegt er damit richtig. Wenn der Transmitter in noch mehr Folgen vorkommt, haben wir bald jegliche Glaubwürdigkeit verspielt. Ein echter MacGuffin. Halt! Solange er uns nicht ersetzt, ist mir das Wurst.